Und damit wieder hallo Leute. Wir haben mal wieder einen neuen Cast vor uns. Noch kein Liga-Cast, aber wir haben heute ja den mittlerweile schon fünften. Das heißt, in 2 Wochen, ein bisschen mehr als eine Woche, geht es dann schon bald los. Und je nachdem, wie wir die Ligen einteilen, könnten wir tatsächlich genau dieses Matchup hier in Realität sehen, also in der Liga. Denn wir haben es hier zu tun mit Lord of Anxiety, auch auf Discord bekannt als Philipp, und Give You Nothing. Also, echtes Leben. Jetzt war mein Kopf gerade wieder so total durch, weil wir da 3 verschiedene Namen haben. Und von dem her, die beiden haben ja ein Freundschaftsspiel gespielt und es ging auch so ein bisschen darum, dafür zu argumentieren, dass Lord of Anxiety elo-technisch ein bisschen unter dem ist, wo er skill-technisch ist. Und deshalb bin ich gespannt, wie dieses Spiel hier ausgeht. Aber ja, vor allem, wir haben einen Briten Mirror und dieses Niveau, das wir hier haben, das sollte sich dann nach dem, was Give You Nothing erzählt hat, eigentlich schon so um die 13, obere 14, also obere 13, untere 1400 Elo befinden. Also da, wo ich mit den Franzosen auch rumgurke. Von dem her bin ich schon sehr gespannt. Auf jeden Fall für Give You Nothing hier ein angenehmer Start mit ein bisschen extra Holz. Ich bin gespannt, für was für einen Start wir hier gehen. Also Lord of Anxiety, ganz klar, doppelter Hausstart. Da geht es schon rund. Die ersten Viecher werden kalt gemacht, damit man die ja unterm Dorfzentrum behält. Linus, ähnliches Bild. Also echtes Give You Nothing, ähnliches Bild. Eben, das ist der dritte Name. Deshalb komme ich da ein bisschen durcheinander. Und ja, es sieht ja nach einem klassischen Mirror aus, in dem Sinne, dass wir zweimal genau das gleiche sehen eigentlich. Und da bin ich recht gespannt, ob sich das irgendwie dann unterscheiden wird insgesamt. Bild oder was nicht. Wir waren jetzt tatsächlich ein klitzekleines bisschen schneller, glaube ich, für Lord of Anxiety insgesamt. Die Karte übrigens haben wir ja schon, da haben wir jetzt von Stillers Show tatsächlich einen Kartenguide, beziehungsweise ein Video zur Karte selber, was man darauf beachten sollte und so weiter und so fort, so eine Art Kartenguide-Video. Kann ich euch nur empfehlen. Verlinke ich unten auch, also seinen Kanal dafür, falls es euch interessiert. Und fände ich cool, wenn ihr da mal vorbeischaut. Wieder so ein bisschen kleine Eigenwerbung gemacht. Aber damit sind wir auch wieder zurück beim Spiel. Wir sehen schon, Lord of Anxiety hier hört technisch sehr schön. Hat auch nicht jetzt 50 Leute auf einem Tier, sondern das recht ausbalanciert gemacht. Hier wird er wahrscheinlich dann bald auf dieses Tier switchen, beziehungsweise ein paar Leute hier rüber. Auf der anderen Seite, da sehen wir bei Give You Nothing schon alles hier drauf. Und jetzt haben wir halt viele Leute, die irgendwo hinwurschteln und sich gegenseitig dann selber blockieren. Deshalb, das werdet ihr bei mir mit den Franzosen auch öfter sehen, liegt auch daran, dass dadurch, dass sie effizienter sind, ist es nochmal trauriger, wenn sie idle gehen. Deshalb schieße ich meistens gerade im ersten Zeitalter relativ viele Tiere nieder, damit sie sich einfach nicht mehr bewegen. Das klingt nach einer harten Maßnahme, aber ja. Was soll man sagen? So läuft es im Spiel hier. Und da bin ich schon. Ja, schaut euch das an. Da kommen zwei Dorfbewohner hier nach oben, schießen das erste Vieh hier weg. Kleiner Tipp: Wir haben jetzt hier auch eine Idle-Zeit von über einer Sekunde für beide Dorfbewohner eigentlich. Etwas, was ich sehr gerne mache, damit man genau das überbrücken kann, ist, wenn man die Dorfbewohner schnappt und dann das Tier erschießt, sobald das Tier am Boden liegt, also tot ist, dann laden die nach und erst dann bewegen sie sich, ne? Ihr könnt aber auch hergehen und dann einfach die ausgewählt, also mit den Dorfbewohnern, die ihr ausgewählt habt, kurz einfach wo irgendwo auf dem Bildschirm hinklicken und quasi einen Bewegungsbefehl geben, dann brechen sie das Nachladen ab. Und wenn ihr dann nochmal klickt, und zwar diesmal auf das Tier, dann könnt ihr quasi diese Sekunde oder so, was es braucht zum Nachladen, komplett überspringen, weil dann gehen sie sofort los. Es ist so ein feiner Trick, aber ich finde manchmal gerade im ersten Zeitalter, da kommt es bei vielen Civs hier wirklich darauf an, dass man sehr, sehr schön timet, das ganze Spiel. Und deshalb glaube ich, ist das keine schlechte Idee grundsätzlich. Kann ich nur empfehlen. Aber ja, wir sehen eben, also punktetechnisch fast exakt gleich. Ich glaube, dass wir, ja, Lord of Anxiety in allem ein bisschen schneller, dadurch, dass er, glaube ich, die Häuser schneller hochgebracht hat. Das war sehr schön gemacht von ihm an der Stelle. Und eigentlich genau wie Give You Nothing es da behauptet hat. Also Lord of Anxiety voll mit dabei auf jeden Fall. Im ersten Zeitalter noch sehr on top mit ihm. Also wirklich ein paar Sekunden nur unterschiedlich. Und natürlich Lord of Anxiety in der Theorie mit etwas mehr Holz. Da kommt nämlich auch schon das nächste Haus, ja. Das haben wir, glaube ich, hier noch nicht. Genau, da gibt es noch keins. Das kann er sich natürlich leisten, weil, ich wollte gerade sagen, weil er den Holzschatz gefunden hat, aber den hat ja eigentlich Give You Nothing gefunden. Von dem her nicht ganz klar. Hier schaut euch das an, auch draußen bei den Herden werden die Häuser gebaut.
hier wird dann sicher auch noch ein Haus hochkommen. Warum? Auf dieser Map, auf Gottes Willen, es ist sehr peinlich, weil ich eigentlich Stillers auch ein paar Fragen zu der Karte beantwortet habe. Wenn ich mich richtig erinnere, dann ist das hier Colorado. Gottes Willen, mein Gehirn ist wieder wie ein Sieb. Aber ja, was ich sehr schön daran finde, dass hier ein Haus kommt und hier ein Haus kommt, auf der Karte kann man mit Frontbasen immer sehr viel bewirken grundsätzlich, weil man hier so kleine Übergänge hat. Und dann spart man quasi hier das gesamte Gebiet ab und hat im Endeffekt bis hier oben mehr oder weniger ein bisschen Sicherheit, weil hier der ganze Bereich zu ist, der Gegner kann ja nur noch von oben kommen oder eben von hier unten. Und da gefällt mir die Platzierung von den Häusern hier und hier eigentlich sehr gut. Da oben hätte ich vielleicht noch gerne eins, muss ich ehrlich sagen. Das wird mir noch gefallen. Aber ja, schauen wir mal bei Lord of Anxiety. Die erste Karte, wollen wir wetten? 700 Holz? Decktechnisch schauen wir jetzt auch gleich noch nach. Aber da kommt mir erst noch nichts. Dann schauen wir ganz kurz mal zu Give You Nothing. Ah ja, eigentlich fast das gleiche Deck. Nur ein kleiner Unterschied hier. Oh, und hier. Da haben wir für Give You Nothing tatsächlich zwei von den neuen Britenkarten mit dabei. Lord of Anxiety, ein bisschen, wie soll ich sagen, ein eher klassischeres Briten-Deck vielleicht. Aber das ist ja auch was, was wir sehen, dass da definitiv nicht alle Spieler immer dafür gehen. Ja, und Lord of Anxiety macht es hier an der Stelle sehr schön, finde ich. Also hat sich hier den Markt geholt, Marktplatz-Upgrades. Die Frage ist, Give You Nothing ist aber schon weiter mit den Marktplatz-Upgrades. Hat noch kein Gold-Upgrade, hat er ein Holz-Upgrade? Wir werden es gleich sehen. Ja, 0,5, jawohl. Noch eine Sache. Das habe ich gar nicht erwähnt eigentlich. Turm, Edge, beide. Also wir sehen, es geht hier um die Mitte. Und zwar von beiden mit einer Frontbasis, mit Turm und Kaserne. Und die ersten Musketiere kommen da gleich schon raus. Und wie die ganze Zeit schon eigentlich. Wir sehen wirklich jetzt hier mal ausnahmsweise auf diesem Kanal einen von diesen Mirrors, wo ich immer sage, ich will mir keinen Briten-Mirror geben, dann eine halbe Stunde lang, bis eine Einheit zu viel verliert und das Spiel entschieden ist. Das hier ist jetzt genau so ein Briten-Mirror, wo wir genau die gleiche Build-Order sehen und so perfekt getimt, dass tatsächlich diese 2 Sekunden, die Lord Anxiety schneller geaged ist, sich auch hier, oder 2 Sekunden, 5 bis 10 Sekunden, sich genau hier auch in die Musketierproduktion übersetzen. Und das ist eben das Interessante dann wieder an so einem Briten-Mirror. Er muss jetzt nur gerade schauen, er kommt nämlich nicht ganz hinterher mit der Nahrungsproduktion. Da wird jetzt gleich wieder idle gehen und dann ist die Frage, baut er sich Musketiere oder Dorfbewohner? Und die Entscheidung ist, Musketiere vor Dorfbewohner. Alles klar. Schickt sich dahinter auch 5 Stück. Was haben wir hier bei? Wir haben hier zweimal Holz. Was hatten wir hier? Holz und Dorfbewohner. Alles klar. Also bin ich gespannt, wer das besser umsetzen kann, denn eigentlich müsste Give You Nothing 80 Bevölkerung, 100 Bevölkerung. Ja gut, für 6 Häuser und Holz, das ist auch nicht mehr als 5 Häuser. Das sind beziehungsweise nicht mal 5 Häuser. Das bedeutet, in der Theorie könnte es ihm zwar einen Punktevorsprung bringen, weil ja die Herrenhäuser recht viele Punkte abgeben immer. Aber ich glaube, in der Praxis wird er sich ein bisschen schwer tun da. Dass er wirtschaftlich dann genauso Nutzen draus zieht. Aber ja, wir sehen es grundsätzlich, was sich schon mal bezahlt macht. Sind auf jeden Fall die Stahlfallen hier mit 1,9 sammeln wir schon bei Give You Nothing. Lord of Anxiety kommt jetzt erst durch mit denen. Ist deshalb allgemein etwas langsamer mit der Wirtschaft noch. Aber hat hier auch schon die Tiere erwischt. Treibt die Herden langsam zu sich. Finde ich grundsätzlich sehr schön. Und sie spielen es nach wie vor sehr spiegelig, wenn ich so betiteln darf. Aber, und jetzt kommt das Interessante, jetzt kommt nämlich die zweite Kaserne von Give You Nothing. Und naja, wie soll ich es beschreiben? Das könnte hier. Oh, das könnte jetzt ganz böse sein. Wenn hier nämlich der Dorfbewohner entdeckt wird. Aber die Kaserne wird abgerissen. Und damit wollte ich gerade sagen, das könnte jetzt einen Vorteil bringen für Give You Nothing. Aber nein, tatsächlich kann es jetzt sehr gut sein. Je nachdem, wie der Fight hier auch. Ah, da hat er sich ein bisschen rausschießen lassen, aber eh klar. Hat jetzt noch nicht ganz die Masse, aber er hat hier auf jeden Fall die zweite Kaserne, die Knight seinem Gegner, und hat damit 200 Holz aus der Schiffsladung eliminiert. Sehr, sehr, sehr stark in diesem Mirror. Einfach deshalb, weil Lord of Anxiety weiß, dass er hier immer noch Verstärkung bekommt und nicht direkt gepusht werden kann mit dieser Masse. Und wenn sich jetzt hier Give You Nothing catchen lässt, dann kann er da sehr schnell seine Musketiermasse verlieren. Und die ist es, was ihn am Leben hält. Schaut mal, 1, 2, 3, 4. Wenn er den nochmal anschießen würde, dann wäre nochmal einer weniger. Also punktetechnisch, ja, da sehen wir jetzt Give You Nothing vorne. 130 Dorfbevölkerung zu 100, also 35 zu 38 Dorfbewohnern.
Da kommt gleich die zweite Kaserne. Also er will es wirklich angehen. Auf der anderen Seite sehen wir kein zweites Militärgebäude von Lord of Anxiety. Aber gleichzeitig ein Musketier-Raid. Das habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Da müsste ich nachher fast nochmal reinschauen, von wo die gekommen sind. Aber wirklich, wirklich schön. Die müssten fast durch den Süden spaziert sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die hier einfach vorbei marschiert sind. Aber wirklich, wirklich faszinierend. Und hier oben, jetzt muss er halt, das ist halt jetzt wirklich gefährlich auch für Lord of Anxiety. Weil, für Give You Nothing. Weil Give You Nothing muss mehr Einheiten runterziehen eigentlich, oder müsste gar nicht. Aber zieht mehr Einheiten runter, als er runterziehen müsste, um den einen Musket hier noch zu erledigen. Und hat jetzt da oben, er wird da quasi zurückgedrängt, hat zwar zwei Kasernen hier stehen, aber wie gut er da produzieren kann, ist auch die Frage. Gut, 39 Dorfbunde, aber nur noch zu 38. Also Lord of Anxiety hat den Wirtschaftsvorteil von Give You Nothing definitiv sehr schön klein gehalten. Muss sich jetzt aber auch ein bisschen wieder auf seine eigenen Häuser konzentrieren. Er sammelt derzeit, also er baut tatsächlich keine, er baut kein Holz ab. Und das finde ich dann schon etwas kritisch. Hat er eine zweite Kaserne? Hat er mittlerweile auch. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Und jetzt würde es mich interessieren, wann kommen denn die ersten Upgrades? 150, 23, also ziemlich gleich. Oh, da muss er sich aber wieder rausziehen, weil da kommt jetzt die gesamte Masse von Give You Nothing. Den Fight kann Lord of Anxiety, glaube ich, nicht nehmen an der Stelle. Vor allem, weil die Longbows mit drin sind. Da muss ich sehr, sehr schnell rausziehen, wenn er nicht überrannt werden will an der Stelle. Das Gute für, also das Gute für Lord of Anxiety ist, Give You Nothing baut gerade keine Militärmacht, also keine Armee mehr nach. Jetzt wieder die ersten Musketiere. Aber wir haben auf jeden Fall mehr Einheiten derzeit von Lord of Anxiety und meine Herren und meine Damen und Herren. Aber das ist tatsächlich ein wirklich spannendes Spiel. Hier sieht Give You Nothing geschickterweise tatsächlich die zwei Dorfbewohner und genauso Kleinigkeit machen es halt dann auf Dauer aus. Jetzt wieder drei Dorfbewohner vorne raus. Die müssen hier weg auf jeden Fall, die Jungs, sonst haben wir schnell ein Problem, sag ich mal. Oh, aber da konnte er auch nochmal einen guten Schuss abbekommen. Die Einheiten immer noch gleich stark. Er muss seinen Turm verteidigen. Meiner Meinung nach muss er den Fight nehmen. Er hat ja die Masse eigentlich. Also sehe ich nicht ganz ein, warum er sich da zurückzieht. Die Longbows gehen jetzt dahin. Die zweite Kaserne wird wieder gebaut. Und jetzt ist der Turm down. Und das ist natürlich für Lord of Anxiety gar nicht so gut, weil den Turm braucht er für Sichtweite, für Schiffsladungen, für generell extra Druck vorne auf der Basis. Und wenn er jetzt da nicht ein bisschen Schaden noch rausholt, dann war der Fight auf jeden Fall besser, würde ich sagen, für Give You Nothing. Und dieser Musketierkampf hier ist auch fragwürdig. 29 zu 25 tatsächlich. Da kommt jetzt die Angriffsstärke für die Musketiere durch. Und schon wieder geht eine Kaserne down. Dorfbewohner geht auch down, um es auszugleichen. Wir haben hier mittlerweile 25 zu 26. Ah ja, da war jetzt wahrscheinlich eine kleine Pause mit drin. Die Kaserne kann da aber nicht hinein. Das ist natürlich wieder schwierig. Er müsste jetzt auf beiden. Was haben wir hier oben? Einen einsamen Keulenkrieger. Interessante Einheit, aber in der Schlacht bringt es jetzt nicht viel. Die Kaserne wird wieder denied und mit ein bisschen Glück hätte er hier fast noch die Dorfbewohner gesehen. Aber ja, derzeit stehen wir übrigens dorfbewohnertechnisch 41 zu 43. Unglaublich knapp in diesem Fight und ich finde das mega geil. Ich nehme alles, also ich nehme an der Stelle wirklich zurück, was ich über Briten mir was gesagt habe. Nicht generell. Es gibt schon Britain Mirrors, wo du echt denkst, ja, schön. Jetzt haben wir es dann aber auch gesehen. Aber ich finde das hier gerade sehr, sehr schön spannend, weil beide Spieler es auch schaffen, sich gegenseitig wieder den Vorteil, den sie sich erjagen, wieder abzujagen. Und das, finde ich gerade, macht den Reiz an dieser Partie auch sehr aus. Wir haben jetzt auch bei Lord of Anxiety auch das Kampfkraft-Upgrade. Wir haben halt hier auch 700 Gold auch schon mitgeschickt bekommen. Ich weiß nicht genau, in was er das umsetzt. Hat er zufällig irgendwo einen Stall? Nee. Dann weiter auf den Fight. Ein sehr unangenehmer Fight. Hier müsste ich, ich glaube, Give You Nothing ein bisschen zurückfallen lassen, beziehungsweise Lord of Anxiety auch ein bisschen weiter vorjagen, wagen. So. Wir haben ja Gott sei Dank alle Upgrades von beiden, aber jetzt lass mal ganz kurz schauen. Give You Nothing mit 24 Musketieren und hier haben wir noch 33. Boah, also eine ordentliche Übermasse. Das erklärt auch den Punkteunterschied, der in dem Mirror schon einiges aussagen kann. Aber, und da könnte sich jetzt gerade Lord of Anxiety auch ein bisschen selber ins Knie schießen. Nämlich, wir haben hier gerade 11 Idols gehabt noch. Die hat er jetzt gerade wieder schnell irgendwie hin platzieren müssen. Überrock jetzt auch auf den Dorfbewohnern drauf. Für, ja, Give You Nothing. Weiter Militär nach vorne. Und da drückt halt Lord of Anxiety seine starke Position weiter durch. Aber er müsste meiner Meinung nach hier einfach ein bisschen weiter aufrücken. Denn jetzt schießen halt immer nur die vordersten Leute. Und da wird er langsam aufgerieben. Schaut euch das an. 25 Musketiere zu 25. Und da muss er raus. Er holt sich jetzt die zweite Goldstiftsladung. Ich weiß nicht, ob es das ist, was ich sehen wollen würde. Er müsste mal checken,
ob der Gegner schon Upgrades drauf hat. An der Stelle nochmal Lebenspunkte-Upgrade auf den Musketieren könnte auch unheimlich stark sein, meiner Meinung nach. 47 zu 44, da hat er mal irgendwo einen Dorfbewohner vergessen. Aber auf der anderen Seite, genauso Give You Nothing, cute gerade kein Dorfbewohner, jetzt wieder. Gerade im Mirror, also im Mirror wird es halt so viel stärker bemerkbar, wer bei den Dorfbewohnern mehr oder weniger aufgepasst hat. Und ja, da werden wir dann, glaube ich, da werden wir sehr bald auch eine Entscheidungsschlacht zwischen den beiden sehen, nehme ich an. Es sieht nämlich auch, also das Problem ist halt, wir haben hier sehr, sehr viel gerade auf Gold. Also wirklich außerordentlich viel für Lord of Anxiety. Und das bräuchte er nicht. Er hat ja das Gold aus der Heimatstadt noch. Da würde ich jetzt sicher wieder so... Ah, okay, da oben jetzt sind es weniger. Aber trotzdem, er muss halt sich auch ein bisschen um die Ressourcen hier Gedanken machen. Denn sein Problem ist folgendes. Linus hat sich hier, also echtes Leben, hat sich hier noch die Nahrung rangeschossen. Aber im Norden hat es der gute Lord of Anxiety nicht getan. Und da jetzt muss er aufpassen. Er muss auf die Position aufpassen, die er da einnimmt. Aber da gehen doch eigentlich erheblich mehr drauf. Ja, was heißt erheblich mehr, aber doch. Ah, der Kundschafter ist mit dabei, tankt einiges an Damage, aber da kommt nochmal Verstärkung. 45 zu. Viel weniger Militär gerade. Aber schaut euch an, die Frontlinie funktioniert nicht. Wir müssen, da musst du mit den Musketieren weiter nach vorne rücken, damit auch alle den Schuss abkriegen. Ansonsten warten die nur, bis ihr Vordermann weggeballert wird und machen dann weiter. Und da sind sie in einer Position, in der sie nicht sein wollen. Give You Nothing jetzt auch endlich mit dem Lebenspunkte-Upgrade. Und das könnte, je nachdem, ob er die Situation hier in den Griff bekommt, dann im nächsten Kampf absolut zu seinen Gunsten sich auswirken. Auf zwei Dorfbewohner übrigens wieder rangerückt. Jetzt ist der eigene Kundschaft auch mit dabei. Und wir sehen militärisch 12 Longbows und 2 Musketiere gegen 32 Musketiere. Und da ist jetzt die Frage, was macht Lord of Anxiety an der Stelle? Wir haben halt viel mehr Militär draußen für ihn. Aber er könnte jetzt auch hier auf die Kaserne gehen, beziehungsweise kann er eigentlich nicht. Er muss fast die Longbows hier chasen. Und schaut euch das an, das ist stark. Da geht er in den Nahkampf. Ah, kommt er rein? Ja, kommt er. Und da kommt natürlich nochmal die Verstärkung. Er bräuchte, glaube ich, halt stark den 6. Ich verstehe schon, wozu er will die Masse seines Gegners übertrumpfen. Aber ich glaube fast, da geht Give You Nothing. Achso, da holt sich Give You Nothing. Was? Der holt sich die 6 Musketiere? Oh, das sehe ich schwierig. Aber er geht ins Dritte. Lord of Anxiety interessiert sich gar nicht fürs Dritte. Der holt sich hier weiter munter Einheiten. Und das könnte an der Stelle auch definitiv die richtige Entscheidung sein. Denn wenn Give You Nothing hier so aufgerieben wird, da unten ist er jetzt gerade auch idle. Also echtes Leben kann hier gerade nur schwer mithalten. Seine Frontbasis könnte in dem Fall hier drauf gehen. Und das Problem ist natürlich, er hat keinen Handelsposten. Er hat keine Greenwich Time. Und das bedeutet für ihn, die Frontbasis hier wird wohl komplett über den Haufen geschossen. Er hat nämlich auch genug Militär, um jetzt hier die Einheiten so ein bisschen rumzujagen. Aber er muss halt selber schauen, also da holt er sich Longbows und er bräuchte doch eigentlich viel dringender die Upgrades. Die wären so wichtig an der Stelle, so wichtig. Und jetzt mal endlich die Frontbasis hier lang machen, das wäre auch sehr, sehr, sehr essentiell. Ich weiß gar nicht, warum wir punktetechnisch so weit vorn sind für Give You Nothing. Eigentlich nur einen Dorfbewohner weiter vorn, aber halt 3 Häuser mehr. Und 3 Häuser bedeutet ja dann doch wieder einiges an Einheiten. Einiges an Dorfbewohner in der Theorie. Lord of Anxiety mittlerweile aber total arm, tatsächlich. Er hat nicht mehr, nirgendwo mehr den Platz für Ressourcen sammeln. Also er kommt hier gerade nicht mehr an Nahrung. Und das könnte ihm wiederum, das könnte ihn sehr einfach das Spiel kosten. Denn wenn der Brite an der Stelle was braucht, dann ist es die Nahrung. Und dafür müsste er halt endlich mal konsequent die verdammte Frontbasis wegreißen. Jawohl, die geht down. Der Turm dürfte es auch nicht mehr lang machen. Und er braucht auf jeden Fall die Ressourcen hier drüben. Super. So, jetzt sieht es wieder besser aus. Hier ist sich natürlich Give You Nothing absolut bewusst, dass da oben Militär ist. Baut hier schon mal Welle, um sich vorzubereiten und ein bisschen den Fight zu halten. Um dann mit einer, wie ich annehme, H3-Masse ein bisschen Rabauz zu machen. Da kommt er ins Dritte. Das müsste Lord of Anxiety jetzt auch klar sein, was da jetzt passiert. Aber haben wir denn hier Kasernen? Hat er nachgebaut? Eine Kaserne haben wir tatsächlich. Gut so. Falconette kommen, Upgrades kommen. Aber wir haben eigentlich keine große Militärmasse für Lord of Anxiety. Und da weiß jetzt auch Lord of Anxiety... für Give You Nothing. Sorry, da komme ich wieder durcheinander. Aber was auf jeden Fall gerade gut ist, schaut euch das an. Lord of Anxiety geht vor. Der ergreift jetzt auf jeden Fall die Initiative.
Und das finde ich die richtige Entscheidung. Also wenn er jetzt den Fight hier gewinnt, hier kommt die zweite Kaserne, er muss dieses Tempo, das er gerade hat, ausnutzen. Die Tatsache, dass er hier mit über 50, mit über 40, nee, mit über 30, knapp unter 40 Militär steht, muss er jetzt endlich in den Griff kriegen. Beziehungsweise muss damit halt Druck machen, denn ansonsten kann der Gegner ungestraft im dritten sich Falconette holen und die ganzen anderen guten Schiffsladungen. Da kommen sie auch gleich raus und jetzt kommt es darauf an, wo die ankommen. Ach du gute Güte, die sind hinter ihm gepoppt. Die sind hier oben rausgekommen. Ich glaube nicht, dass das so, dass sich Linus, also Give You Nothing, das so vorgestellt hat. Da bin ich eher nicht überzeugt von. Give You Nothing jetzt auch mit 18 Idols, wirtschaftlich also keine gute Situation für ihn. Und jetzt wird es interessant. Ja, er müsste ja eigentlich wissen, dass hier die Falconette kommen. Und geht er jetzt dann in Nahkampf? Nahkampf, Junge? Minutemen kommen raus. Nein, 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 einfach Nahkampf. Bitte, 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 gar nicht da stehen bleiben, um Gottes Willen. Die Musketiere einfach im Nahkampf angehen, weil wenn man da mit Musketieren im Nahkampf kommt, die machen 14 Schaden, 28 alle 3 Sekunden und die Jungs haben dagegen keine Rüstung. Sobald die Falconette down sind, ist es eigentlich kein schlechter Fight mehr für Lord of Anxiety. In der Theorie, in der Praxis hat er sich aber hier viel zu sehr Zeit gelassen und seine Armee wurde eigentlich komplett von Give You Nothing über den Haufen geschossen. Und jetzt ist die Frage, wo sehen wir dann jetzt noch die Comeback-Chance für Lord of Anxiety? Punktetechnisch auch massiv rausgefallen. Und da ist es GG. Interessantes Spiel auf jeden Fall. Schauen wir ganz kurz mal auf die Wirtschaft von Lord of Anxiety. Und ich glaube, genau hier sehen wir das Problem. Wirtschaftlich super gut dabei. Aber die natürlichen Ressourcen gehen ihm vorn und hinten aus. Und die Tatsache, dass er so spät erst hier oben auf Nahrung gehen konnte, hat ihn, glaube ich, behindert. Denn ansonsten wäre er massetechnisch super gut dabei gewesen, meiner Meinung nach. Schauen wir uns das ganz kurz an. Er hat sogar mehr Ressourcen gesammelt als Give You Nothing. Wirklich stark. Ich kann jetzt leider nicht sagen, ob er sich Ressourcen gekauft hat. Das wäre noch interessant. Tatsächlich, aber ja. Gratiseinheiten hat natürlich Give You Nothing mehr. Einfach auch der Tatsache geschuldet, dass er mit 1000 Ressourcen die Falconette sich auch geschickt hat. Gehen wir nochmal ganz kurz auf Give You Nothing. Haben wir noch was? Nee, da war nichts. Alles klar. Ja, aber Leute, was für ein geniales Spiel. Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend. Schaut mal beim Militär rein. Schaut euch die Masse an. Masse vor Klasse in dem Fall. Give You Nothing hat, glaube ich, sehr lang eigentlich negativ getradet, aber hat jetzt mit den Falconetten richtig Schaden machen können. Hier, in der Situation, wenn da Lord of Anxiety in den Nahkampf gegangen wäre mit 5 oder 6 Musketieren, wenn er das geschafft hätte, hätte er sein Schadenspotenzial so viel, also hätte er es so viel höher ansetzen können. Aber er wäre wahrscheinlich trotzdem hier gecatcht worden und das Problem war für ihn jetzt tatsächlich, dass ihm einfach auch die Ressourcen ausgehen. Also er hatte in der Theorie nichts mehr hier rundherum. Und da sieht man das Problem mit den Briten, wie gierig die sich einfach durch die Ressourcen durchfressen, gerade auf einer relativ begrenzten Map wie Colorado. Denn es sind jetzt erstmal 17 Minuten und wir haben bei beiden um die 50 Dorfbewohner draußen. So, gehen wir mal auf die Dorfbewohnerzahlen. Schaut euch das an. Super knapp eigentlich. Hier, Schiffsladung. Damit kommt Give You Nothing erstmal wieder in den Siedlervorsprung. Kommt Lord of Anxiety in den Vorsprung. Aber dann zieht da Give You Nothing nach und behält sich den Vorsprung eigentlich die längste Zeit. Also bleibt doch die Überlegung offen, sich Holz zuerst zu schicken, ob das nicht die effizientere Methode ist. Anstatt die Siedler. Einfach weil die auch zusätzlich dann gleich schon, also weil man dadurch zusätzlich auch ein bisschen Map-Control bekommt. Punktetechnisch sieht man auch gesünder aus. Inwieweit das wichtig ist, ist wieder so eine eigene Sache. Aber ganz grundsätzlich sind es halt extra Dorfbewohner, die man abgreift und das darf man nicht vernachlässigen. Alle Ressourcen gesammelt, schaut euch das an. Da ungefähr bis hier ist es relativ gleich und dann ist halt da haben wir, glaube ich, die Schiffsladung, die aufgesammelt wird. Und hier auch wieder. Es müssten diese Gold-Schiffsladungen sein, die Lord of Anxiety dann doch nochmal ein bisschen höher pushen. Insgesamt. Und dann noch zum Schluss. Wo sind wir? Military Unit Population. Schaut mal her. Das hier war ein schlechter Trade für Lord of Anxiety. Aber dann hier ein schlechter Trade für Give You Nothing. Hier wieder ein schlechter Trade. Und hier ein ganz, ganz fataler Trade für ihn. Das war der große Fight. Aber, und das muss man auch sagen, Give You Nothing hat tatsächlich genug Militär rausproduziert, um mit den Briten standhalten zu können. Und um Lord of Anxiety so lange zu beschäftigen, dass er nicht einfach seine Basis zerlegen konnte. Hätte er da oben nicht weiter produziert, ich glaube, also er hat natürlich auch da wieder viele Einheiten verloren, die er da oben gebaut hat. Aber die haben auch Lord of Anxiety gekostet, ihn ausbluten lassen. Und dadurch ist die Masse, die zum Schluss dann in der Basis von Give You Nothing stand, viel, viel kleiner und überschaubarer gewesen als sie hätte sein können. Aber ja. Damit würde ich sagen, Leute,
Mir hat Spaß gemacht, das Ganze anzuschauen. Ja, ein Britenmirror, ich weiß, steinigt mich. Ich sage generell trotzdem, es gibt halt auch so langweilige Britenmirrors, aber ich finde, hier hatten wir auf jeden Fall die Ups und Downs auf beiden Seiten und das gefällt mir. Was mir nicht gefällt, ist, wenn es sich um eine verdammte Einheit nicht ausgeht, solche Sachen, wo man dann einfach merkt, okay, damit ist das Spiel jetzt verloren. Aber ich finde, dass wir hier eigentlich ein sehr wunderbar ausgeglichenes Spiel hatten und vor allem auch dafür, dass Lord of Anxiety, ich glaube, bei 1200 Elo rumguckt und Give You Nothing bei 1400. Ein wunderbar ausgeglichenes Spiel und GG an die beiden. Danke fürs Spiel zuschicken. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir auf jeden Fall. Und damit bin ich raus und bis zum nächsten Mal. Pfiat euch.